Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana! Yay! Yeah! Mit drei Leuten. Beim letzten Mal haben wir recht schnell den Kilroy besiegt. Der Name. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite des Dungeons wieder rausgekommen. Wir befinden uns aber immer noch im Korallenriff hier. Also, ich bin mal gespannt, wie lange das hier noch weitergeht. Ich befürchte mal, wir kommen da gerade auf den nächsten Tempel zu, den wir dann auch wieder durchqueren können. Sam ist vergiftet. Oh nein! Der ist schön in den Stapel reingelaufen. In der Tat. Aber hey, wer erwartet auch schon, dass plötzlich ein Stachel unter ihm aus dem Boden rausfährt und ihn angreift? Bam! Das dauert 27 Jahre. Oh, ich habe einen Fischdarm sogar mal getroffen. Wahrscheinlich, weil wir jetzt auf einer höheren Ebene sind und nicht auf der niedrigeren Ebene. Ja, wir haben jetzt den Höhenvorteil. Aber egal. Er springt die ganze Zeit weg, ja, bringt eh keinen EP. Kommen wir uns hier unten umgucken oder gehen wir direkt hoch? Können eigentlich noch mal schauen, ob hier unten noch irgendwas sinnvoll ist. Ich bezweifle es nur, aber hey, da ist auf jeden Fall ein Gang. Okay. Das macht es natürlich schwierig, sich zu entscheiden. Aber gucken wir mal hier vorne rein. Hier vorne befinden sich Wolfies. Okay. Die scheinbar eh voll Mantel können. In der Tat. Und das auch nicht. Ich bin konfus. Das finde ich gar nicht nett. Mich auch. Ich bin langsam unterwegs. Dieser Eva-Mantel hat mich tatsächlich verlangt. Irgendwie bin ich gerade, glaube ich, in der Animation stecken geblieben oder sowas. Deswegen war ich so langsam. Auf jeden Fall können die Schwarzen die Weißen beschwören, wie es aussieht. Wir sollten also die Schwarzen zuerst erledigen. Ich verbrühe. Ja, 920 Schaden ist, glaube ich, genug, um einen Wolf zu töten. Vor allem Frostköter, die haben wir auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ich glaube nicht, dass dieses Spiel dort über 999 Schaden hinausgehen kann. Bam, so. Au, das ist wieder eine komische Schildkröte, und diesmal hatte Turbo Antrieb. In der Tat. Und sie ist immer noch genauso schwierig zu treffen wie die letzte Schildkröte ihrer Art. Ja. Also ist die Frage, ob er sie in Zukunft nicht einfach ignorieren sollte. Weil wir diese eine hier getötet haben. Ach, es geht immer noch. Bis jetzt zumindest. Ja. Bis jetzt. Ich frage mich, ob jetzt in nächster Zeit noch irgendwas kommt, wofür ich die Axt brauche, weil sonst würde ich eigentlich wieder wechseln. Aber wechsel doch einfach. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwelche Korallen sind, die du zerstören musst. Im besten Fall brauchen wir mal eine Peitsche zum Springen. Bam! So, die hast du jetzt gerade angewählt. Hier sind auf jeden Fall sehr viele Wege. Draußen hätte man auch noch weiter gekommen. Naja, ich würde sagen, wir gucken uns erstmal hier drin um, ne? Ja. Wenn wir jetzt einmal hier drin sind, Todesengel ist schon mal erledigt. Ja. Okay. Da wir die Peitsche ja letztens noch auf Level 7 aufgewertet haben. Ja. Da unten scheint es auch weiter zu gehen. Hier oben scheint es auch weiter zu gehen. Mein Gott. Ja, es kann eine Weile dauern. Oh, null Schaden. Das war ja ein richtig schöner Schadenswert von dem Level 6 Angel Dezember aufgeladen hat. Puh! Ja, wir wissen alle nicht, was das manchmal soll. Bam! Ist 45 Schaden. Ich kann ihn aber ganz gut am Boden halten. Also wir sollten am besten Level 1 Angriff einfach benutzen und die einfach nur erledigen, anstatt die Angriffe aufzuladen müssen. Das ist gut. Todesengel ist besiegt. Keine Kiste. Schade. Hätte aber sein können, dass wir uns ein bisschen überlassen. Ja, dann sind wir wieder am Anfang. Ja, aber hier vorne ist ein Weg, deswegen. Und da ist ein Schwert gespawnt. Ja, das Gegner. Können wir gleich noch erledigen, wenn wir zurückkommen. Falls wir da nochmal zurückkommen. Todesengel ist kein Fuß. Es gibt so viele Wege, mein Gott. Das kann wirklich eine Weile dauern. Geht's hier runter? Nein, aber da geht's hoch. Nächster Weg. Was findet sich hier drin? Zwei Schwerter. Die können wir auf jeden Fall mal besiegen. Steinklinge Level 2 finde ich aber gar nicht nett. Ich dachte jetzt schon, die wirken die auf uns. Das wäre natürlich auch nicht übel, aber ich befürchte, sie wollen uns versteinern. Das hat auf jeden Fall gerade nicht getroffen, was ich getan habe. Ah, Koma-Klinge ist erledigt. Koma-Klinge hat auch den Level 6 Angriff abgekriegt. Zumindest der eine der beiden. Niemand. Ja, töten die Viecher. Hör auf rumzuhampeln. Bams! Hat es getroffen? Nein, natürlich nicht getroffen. War natürlich im getroffen werden, Frame. Bams! Bleibt am Boden liegen, jawohl. Koma-Klinge ist erledigt. Ist davon irgendwas? Davon ist ein Necronomicon, davon ist ein Orb. Andersinnen mal. Mal gucken, welchen Zauber wir hier brauchen, damit irgendwas passiert. Auf Elektra, yay. Analyse, Level 3, huhu. Ja, ich habe das Gefühl, wir werden uns in diesem Dungeon, werden uns sämtliche MP ausgehen. Frosters Magie könnte helfen. Ich wünschte, auf höhere Analysen-Leveln könnte man uns auch sagen, welchen Zauber wir wirklich brauchen. Ja. Ja, dann mach mal deine Eisgranate da drauf, Frostwelle. Level 3, Ring. Plong, 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 plong oder so ähnlich. Und das hat's den Ort zerstört. Ein Geräusch gehört. Okay. Also, wir haben etwas getan. Wollen wir das mal in Necronomicon noch töten? Na, da kann man rüberlaufen. Nee, lass mich rüber. Das ist doch tatsächlich ein Necronomicon. Ach, tatsächlich. Wunderbar, ich dachte, das wären spätere Gegner, aber nein, wir sind schon bei den Necronomicons. Ja. Das ist übrigens sehr konfus, das Necronomicon. Ich frage mich, ob die Necronomicons auch wieder Pornobilder mit drin haben. Bestimmt. So wie die Memoirs. Grimoires. Ich schätze mal, die werden einfach nur recolored sein, werden die uns bestimmt haben. Das ist auch einfach nur merkwürdig. Ja. Und dann gehen wir wohl auf die andere Seite rüber. Ich schätze, wir müssen einfach ganz viele von diesen Orbs jetzt aktivieren oder sowas.
Bam! Wir müssen jetzt zeigen, dass wir die alle Magie beherrschen. Wahrscheinlich. Ja, irgendwie sowas. So, check, hast du auch wirklich jede Magie mitgenommen? Hast du nicht irgendwo Vesuvius oder so übersehen? Das ist gar nicht Vesuvius-Raum. Bams! Meinst du nur, weil die Flammen rot sind und der andere Raum blau war, ja? Ja. Könnte das hier Vesuvius-Raum sein? Nein! Kevin reicht Level 45. Yay, Sam reicht Level 45. Bei Vesuvius haben wir zum Glück auch überhaupt keine Auswahl an Zaubern. Willst du es trotzdem erst analysieren? Ich sag, uns werden sämtliche MP ausgehen, vor allem wenn wir diesen Schalter einfach. Noch die vier Walnüsse aus Ja, es wird schon noch reichen, glaube ich. Okay, es ist Rockys Raum. Merkwürdig. Was? Das ist der zweite Raum. Ja, dann mach mal deine Schlammbombe drauf. Wir hätten noch zuerst in den Raum hier nach links gehen können. Ja, aber. Ich weiß, rechts vor links, aber die goldene Mitte geht vor, da war keine goldene Mitte. Bams! Und er ist weg. Ein Geräusch gehört und ein Necronomicon gespawnt. Scheinbar. Schön. Dann töten wir das Necronomicon nochmal, was auch immer es da macht. Es beschwört einen Dämon. Ne? Normal fürs Necronomicon. Ja, einen von den ersteren. Ja, in der Tat. Bam, seine Flammenwand, die Sam gerade geschwächt hat. Auch 154 Schaden, der komische Dämon ist schon direkt tot. Ja, in der Tat, kein sehr robuster Dämon. Das Necronomicon sollte über seine Beschwörungen nachdenken. Ja, mit unter 200 HP, das kann wirklich nichts Aktuelles an Gegnern sein. Ich komme nicht gerade an die Schwierigkeit des Alexandrikons ran. Falsches Spiel, aber hey. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel du da warst. Ja, du hast diesen Teil nie gespielt. Ja, gut, was jetzt das hier auf dem Stockwerk? Da müssen wir schon wieder runter. Wunderbar. Dann war es auf jeden Fall gut, dass wir zuerst diese Tür hier erkundet haben. Ja. Lassen wir die Engel in Ruhe. Die ja, durch Wände schlagen ist immer ein bisschen nervig. Ja, das Schwert ist nicht da. Ja, ne? Wir gehen mal in alle Richtungen. Ich will die Wölfe, da bin ich tot haben. Ich finde schön, der Schwarze muss nicht sterben. Ich finde schön, dass die Schwarzen selbst Flammenwand benutzen, aber Frostköter spawnen. Macht auch Sinn. Oder nicht? Jein. Die absorbieren begrenzt die Kälte von den Wölfen, um damit die Flammenwand zu zaubern. Genau. Ja. Genau. Ja. Peter Angriff oder wie war das? Oh ja, dein ein roter Wolf, ja, das ist natürlich neu. Ein pinken Wolf gespawnt. Ja, doch sehr pink als rot. Komm schon. Crimson Wolf, bams! Stirb. Mein Gott, die halten auf jeden Fall ein bisschen mehr aus als die Wölfe, hab ich so das Gefühl zumindest. Ja. Jetzt wo wir sowieso schon so weit im Kampf sind, können wir auch eben die Schwatten alle töten, ja. Ja. Ich wollte eigentlich die Schwatten ignoriert haben, aber hey, Länge der Kampf! Wuhu, Erfahrungspunkte, oder auch nicht. Ich hab das Gefühl, das lohnt sich eigentlich weil gar sie nicht. Einfach keinen Schaden nehmen. Kannst du echt besser in alte... Können sie echt besser in alte Gebiete zurückgehen und Schleibe töten? Wahrscheinlich. Komm schon. Autsch. Autsch, hör auf, nicht eine Wand fest. Können sie bitte diese Gegner angreifen und Schaden machen? Wunderbar, danke. Ah, ja, ja, das sieht gut aus. Jetzt stirb, stirb. Ah. Ja. In welche Richtung willst du jetzt? Die Treppe, die näher dran war. So, dann gehen wir einfach hier lang. Hier gibt's nur einen weiteren. Weiter oben rechts ist auch noch irgendwas? Ziemlich sicher, dass nein, und wir können gucken. Nein. Nein, okay. Bams, wunderbar. Rennen. Und hier oben befindet sich erstmal nur der nächste Gabelweg. Ah ja, irgendjemand hat die Peitsche. Dann setzt die doch mal ein. Rick, wunderbar. Ich glaube, dein Waffenlevel hat es gerade verhindert, dass du uns richtig rüberpeitschen konntest. Mein Gott. Kevin. Komm, du schaffst es. Wir glauben an dich. Setz es einfach ein, setz es einfach ein. Ja, nochmal, 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 geh nochmal ran. Meine Güte, ey. Kill so lang ein paar Gegner. Das ist dämliche Qualle. Geh nochmal ran. Ja, wunderbar. Nein, geh nochmal ran. Nein. Meine. Geh nochmal ran. Du versammelst uns doch gar nicht. Du bist gar nicht in der richtigen Position. Jetzt, ja, wunderbar. Nein, wieder nicht. Du schaffst es, ich glaube an dich. Irgendwann wirst. Geh näher ran. Ich sammel euch ja die ganze Zeit, aber aus irgendeinem Grund. Es ist mir zu blöd. Ja, was soll ich machen? Ich sammle euch und mache dann den Angriff und das funktioniert einfach nicht. Was soll ich machen? So. Gehen wir mal hin. Rip. Es geht so nichts. Dann gehen wir mal da ran und es funktioniert. Rup, rup, rup. So, dann gehen wir darüber und. Rup, rup, rup. Wunderbar. So, und jetzt gib mir mein Schwert wieder. Rup, rup. Ich weiß, stärker als das Schwert im Moment. Merkwürdig. Wir haben doch gerade erst einen Orb da reingeschmiedet. Müsste mein Schwert nicht momentan die stärkste Waffe sein? Ja, also die Peitsche geht jetzt auch auf Level 7 hoch. Ja, aber trotzdem, ich hab das Schwert. Das ja, Mana-Schwert! Ah. Na gut, ich hab momentan keine Mana-Kräfte, weil die Orbs deaktiv sind, aber hey. Das hat Dilulü gemacht, aber irgendwie kommt da keine Nachricht. Nee, niemand hat ein Level erreicht, sonst hätten wir Heilung bekommen. Schön, dass du da durchgehst. Sam, du musst dringend heilen. Ganz dringend. Ja. Ganz dringend.
Und das Heiler ist gut, dass dein HP aufpasst. Wie immer. Die Heiler passen nie auf ihre HP auf. Die Klinge will ich nicht unbedingt besiegen, gehen wir mal weiter. Die Klingen sind irgendwie ein bisschen nervtötend hier. Ja, das scheint mir der richtige Weg zu sein. Ich glaube, wir haben gerade sämtliche Nebenräume einfach ignoriert. Weil wir erst hier durch diesen Pfad gegangen sind. Also gehen wir doch vorne rein. Bam! Ja, natürlich der nächste Raum. Das wird wohl Vesuvius Raum sein. Könnte Vesuvius Raum sein, ja. Könnte allerdings auch Elektras Raum sein. Bam! Die war ja immerhin der dritte. Und wir sind jetzt im rechten Raum, also. Der Spiellogik nach wahrscheinlich der erste. Die jetzt rausgeschoben hast. Ja, kein Problem, das mach ich gerne. Bam! Dann analysier doch mal diesen schönen Orb da vorne. Elektra analysiert, es ist Elektras. Auf links, ja. Wunderbar. Ich glaube, du hattest gar nicht von dem Weg gewechselt, oder? Ach, das stimmt. Doch, ich hab geheilt. Ah, stimmt. War da was. Komm schon, Vesuvius-Magie. Ja, es ist wirklich Vesuvius-Raum. Ja, ne, dann testen wir mal. Wir haben nur 5 Angriffszauber. Ja, die sein können. Aber ich schätze mal, es wird die Glutgranate sein. Ich hoffe es zumindest. Glutgranate Level 1. Ja, bam, 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 bam. Achtung, Spannung. Jawoll, ein Geräusch gehört. Und wir haben ein weiteres Necronomicon gespawnt. Das ist schon wieder konfus. Weißt du, was sehr angenehm wäre? Wenn einfach grundsätzlich alle Zauber funktionieren würden. Das von dem. Das wäre irgendwie sehr angenehm. Ja, leider hat man sich gedacht, nee, wir machen da einen spezifischen draus. Das ist viel spannender für den Spieler. Eigentlich ist es einfach nur frustrierend. Ja, aber. Es levelt ja noch nicht mal die Zauber, wenn ich das richtig sehe. Bam, Necronomicon ist konfus. Also ich weiß es nicht genau, ob es ein Zauberlevel ist, aber ich glaube nicht. Ich habe nämlich, glaube ich, noch nie ein Level-Up gesehen, wenn wir auf so einen Pop gezaubert haben. Ja gut, dafür müsste es halt auch schon davor sehr, sehr nah an einem Level-Up gewesen sein, der Zauber. Also, ja, aber trotzdem, ich könnte mich generell nicht erinnern, dass es jemals passiert wäre. Bam, es stirbt endlich. Mein Gott, das ist aber das robusteste von allen Necronomicons. Ja, es ist tot. Nee, die haben eigentlich immer schon viel ausgehalten. Jetzt müsste es auf der linken Seite eigentlich noch ein Raum sein, dann müssten wir es geschafft haben. Ich weiß nicht, wir haben erst 2 aktiviert davor, das sind dann erst 4. Wir haben ja noch jede Menge andere Zauber. Ja, sieht aber trotzdem nach allen aus. So, dann gehen wir hier durch. Und dann gehen wir hier ab. Egal. Die Tür, Hauptsache einer kommt durch. Ja. Und die nächsten von diesen Sting Klingen, die erstmal Steinklingen dürfen. Level 2! Du, Level 4. Und den kann man treffen mit Level 3. Nein, der ist genau dran vorbeigesprungen. Das war jetzt sehr. Ne? Unglücklich. Ja. Achtung, 90 Schaden, Stirbklinge. 151 Schaden. Sieht soweit nicht schlecht aus. Sie nimmt auf jeden Fall sehr schnell Schaden, aber jetzt weicht sie aus. Koma-Klinge ist erledigt. Hey, guck mal, das Necronomicon ist schon da. Ja. Und was wird dieses Mal für ein Orb hier stehen? Diese Koma-Klingen haben ein bisschen was vom Masterschwert. Wahrscheinlich Elektra, ja. Vermutlich. Ein bisschen was vom Masterschwert. Ja, die haben auch so einen lilanen Griff und. Die haben das von den ganz vielen Master-Schwertern aus The Link to the Past. Aus diesem einen gewissen Wald. Es ist Elektras Magie, natürlich. Ich vermute mal einfach, es wird der Blitzschlag sein, weil es bis jetzt immer der beste Zauber war. Also versuchen wir einfach mal den Blitzschlag zu benutzen. Necronomicon ist übrigens konfus. Blitzschlag kann es auf alle wirken. Zum Spaß. Alle. Mal wieder ein Zauber auf einen Gegner gewirkt. Das ist selten in letzter Zeit. Ja. Zauber ist übrigens abgeprallt und hat Sam angegriffen. Ein Geräusch gehört. Ja, interessant, er hat scheinbar Zauberschild. Zauberlevel ist gestiegen! Yay, wunderbar! Wahrscheinlich, weil du gleichzeitig den Gegner mit angegriffen hast. Elektra erreicht Level 4 und Sams Waffenlevel ist gestiegen. Lanze erreicht Level 7. Oh Gott, jetzt dauert das noch länger, bis Sam endlich mal angreift. Na gut, dann wieder runter. Wupp, wupp, wupp. Blödsinn. Ich weiß, totaler Blödsinn. Ja, er wird niemals auf Level 7 aufladen. Niemals. Das ist das Erste, was ich jetzt machen wollte, jetzt gesagt. Da ist auf jeden Fall das Tor, das wir wahrscheinlich mit allen Schaltern aktivieren müssen. Okay, ist das eine Sackgasse oder sind die einfach nur irgendwo? Es scheint eine wunderschöne Sackgasse zu sein. Ist das ja ein Bildwechsel? Ja, also es ist kein richtiger, aber es ist auf jeden Fall ein Durchgang. Und da links ist der nächste Tempelraum, wie es aussieht, ja. Für die nächsten Zauber. Wir müssen nicht viel zaubern hier. Und brave Schwerter. Steinklinge Level 2. Ich bin ja mal gespannt, was wir jetzt diesmal einsetzen dürfen. Wir dürfen, schätze ich mal. Das ist der linke Raum, also wahrscheinlich der 6. Spirit oder so. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht Laterna. Bams! Achtung, Analyse! Wir werden das gleich herausfinden. Bei Laterna müssen wir auf jeden Fall eine Warnung einsetzen, weil Sam da nicht mehr genug MP für haben wird. Keine 8 MP für Laserentfernung, nee. Analyse, es ist. Okay! Ja, Laterna. Dann werden wir jetzt wohl mal eine Walnuss auf Sam benutzen. Vorher könntest du noch heilen.
Das stimmt. Das ist gar kein so dummer Gedanke. Hör auf mitzudenken. Kannst uns auch buffen. Genau, gib uns einfach mal irgendwie eine Klinge, aber möglichst keine, die nervt das. Oh, ich wollte gerade Fosters Klinge geben. Nein, die ist nervtötend. Keine nervtötende Klinge. Dafür hast du natürlich noch ein Pegel. Oder gib uns ein Schild. Der ist zwar sofort wieder weg, aber hey, es ist ein Energieschild. Ja. Und ich gebe ihm derweil mal die Nuss. Brink, brink. Und 50 Gehalt. Praktisches Denken, Animationen sparen. Ja. Und dann Laser Inferno. Ja, wunderbar. Level 0 mit gigantischem Schaden. Das ist Sams einziger richtig guter Angriffszauber. Bams! Ein Geräusch hört und das nächste Necronomicon gespawnt. Wunderbar, selbst wenn sie am Anfang schon da sind, zaubern trotzdem nachher noch mehr Necronomicon. Du musst es auch wegdrücken, Sir. Ja, danke. Wir konnten ansonsten nicht wirklich gegen das Necronomicon kämpfen, aber ich konnte trotzdem meinen Angriff drauf verschwenden. Wunderbar. Necronomicon ist übrigens schon wieder konfus. Ich weiß gar nicht, welcher das macht. Wahrscheinlich will ich das immer mal. Echt? Ist meine Peitsche. Was da? Wow! Achte nur noch was Schaden. Das Viech da oben wurde gerade mal wieder atomisiert. Vor allem, weil es nicht mal 200 HP hat. Ja. Necronomicon ist konfus. Komm, sterb, Necronomicon. Nimm mehr Schaden durch unsere Angriffe. Erinnert mich so ein bisschen an so einen gewissen Backstab. Ja, das kann unmöglich irgendjemand verstehen. Ja. Aber hey, das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht unbedingt aufrollen. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen... Es wäre eine sehr lange Geschichte. Necronomicon ist konfus. Ja, komm schon. Stirb! 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 Wild, komm, mach dein Waffenlevel drauf. Mach schon! Gott, Necronomicon ist konfus. Necronomicon ist immer noch nicht tot. Natürlich hat auch nur ein Waffenlevel getroffen, weil ihr immer gleichzeitig angreifen müsst. Immer! So, endlich. Hat ja auch lange noch gedauert. Okay, mach dein Waffenlevel da mal hin. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal an dieser Stelle wieder, wenn wir die restlichen Orbs aktivieren werden. Und vielleicht diesen Tempel endlich mal hinter uns bringen. Wir sind ja schon lange genug hier im Riff. Also bis dahin, see ya. Aloha. Ciao.